Der erste FC Düren ist Spitzenreiter der Mittelrheinliga, aber das Team von Giuseppe Brunetto kämpfte zuletzt mit leichter Inkonstanz auch im Duell mit der Spielvereinigung Frechen. Die erste Saisonniederlage war die Folge, nun möchte man sich revanchieren. In der zweiten Runde des Mittelrheinpokals, dafür wird Marc Brasnic gebraucht. Der Top-Torjäger schon mit 16 Treffern in der Liga. Okan Özbay muss hingegen auf seinen besten Torschützen und Kapitän Felix Krellmann verzichten. Die Gäste deswegen mit drei Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum 3:1 in der Liga gegen Düren. Die Gastgeber in Blau von rechts nach links mit Antoski. Der für Toremann allerdings noch abgefälscht. Die Fans machten ordentlich Stimmung, insgesamt 444 Zuschauer an der Westkampfbahn. Frechen dann mit der ersten Chance Mahessa für Wilsdorf! Führungstreffer, Spielvereinigung Frechen nach 10 Minuten. 0:1 durch Markus Wilsdorf. 6 Tore hat der 31-Jährige schon in der Liga erzielt. Hier wird er super rausgespielt. Gewinnt dann schlussendlich das 1:1 gegen Justin Dautzenberg. Und jetzt haben sie Blut geleckt. Demir. Klasse abgelegt. Delay! Das muss das 0:2 sein. Tim Delay, der 20-Jährige, vergibt eine Riesenchance zur Doppelführung. Brunetto aufgebracht an der Seitenlinie. Antoski durchgesteckt. Brasnic! Immer wenn er an den Ball kommt, wird es brandgefährlich. Die Verteidigung von Frechen sei gewarnt. Er traf ja schon im Ligaspiel. Brunetto kriegt Flashbacks, will nicht erneut Punkte liegen lassen gegen die Spielvereinigung Frechen, erst recht nicht im Pokal. Schiri Tietze, kein Foul gepfiffen, Düren macht weiter, Antoski fordert das erste Mal Kilian Neufeld, den Pokaltorwart der Frechner. Die Gastgeber jetzt mit einer Druckphase, Freistoß Geimer, Weber abgeblockt, Pütz erneut. Frechen mit ganz viel Glück, verteidigt hinten mit Mann und Maus, alles zusammen. Auch Torwart Neufeld hat hier seine Beteiligung, dass es zur Pause beim 0:1 Halbzeitstand bleibt. Das Duo Mahessa-Wilsdorf brachte die Halbzeitführung. Brunetto hat mit dem Schiedsrichter in der Pause einiges zu bereden. Özbay bringt gleich zwei neue Spieler für die zweite Halbzeit mit Sandy und Okoegual. Doch nicht nur Brunettos Ansprache an den Schiedsrichter stimmte, seine Mannschaft startet fulminant mit Geimer. Pütz, klasse Doppelpass, Geimer! Im letzten Moment noch gestört. Der Neuzugang vom 1. FC Köln 2 mit der ersten Chance der zweiten Hälfte. Weiter Düren, guter Chipball für Brasnic, Ausgleich! 56. Minute, jetzt ist Marc Brasnic zur Stelle. Beim zweiten Mal verpasst er nicht das Tor. Und da zeigt sich seine ganze Technik, wie er sich gegen Mademann durchsetzt. So lernt man das unter anderem bei Bayer Leverkusen in der Jugend. Düren jetzt mit einem Chancenfeuerwerk. Dennis Brock und Neufeld noch dazwischen. Kaum noch Zeit durchzuatmen für Frechen, der Druck einfach zu groß. Mademann, der Innenverteidiger, Rückpass, Neufeld, was macht der denn da? Führung Düren, 2:1. 62. Minute, ein lupenreines Eigentor. Zur Verteidigung von Neufeld, der Ball verspringt ihm aufgrund der schlechten Rasenverhältnisse. Das darf dem Keeper natürlich trotzdem nicht passieren. Düren in Front aufgrund des dritten Eigentors, das man im Pokal bekommt. So schlug man schon Alfter, nämlich mit zwei Eigentoren des Gegners. Das Spiel wird immer hektischer. Das sieht auch Okan Özbay. Und Düren profitiert maßgeblich davon. Greven. Wieder durchgesetzt, Brasnic ist das stark, 3:1, Marc Brasnic, dieser Mann ist einfach nicht zu stoppen, 67. Minute, jetzt kommt es knüppeldick für Frechen. Sein zweites Pokaltor, Greven bekommt den Ball irgendwie vorbei und dann macht das Brasnic richtig cool, grätscht in den Ball rein, Brasnic, nächster Ball, Geimer, 4:1. Das Ganze im Sekundentakt, 69. Minute, innerhalb von 13 Minuten, dreht Düren die Partie mit 4 Treffern. Und das frustriert natürlich den ein oder anderen Frechener. Pacciulla mit dem Frustfoul kommt viel zu spät gegen Antoski, der lässt sich das nicht gefallen. Der Schiedsrichter braucht einige Zeit, um diese Gemengelage wieder aufzulösen.
Kurz darauf ist der Arbeitstag von Mark Brasnitsch vorbei. 2 Tore, 1 Vorlage. Er definitiv der Matchwinner. Und diese Auswechslung beruhigte die Partie. Der erste FC Düren gewinnt mit 4:1 gegen die Spielvereinigung Frechen 20. Ein spektakuläres Pokalspiel, das durch 15 intensive Minuten in der zweiten Halbzeit bestimmt wurde. Der Matchwinner Mark Brasnitsch ist jetzt beim Interview bei Jan-Philipp Molitor. War ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Man muss sagen, Frechen hat das sehr gut gemacht, die erste Halbzeit. Die gehen mit 1:0 in Führung, weil wir ein bisschen schläfisch ins Spiel kommen. Aber ab der 15. Minute, sage ich mal, haben wir das komplette Spiel dominiert und haben unsere Räume gesucht, haben sie gefunden. Ja, und dann nach der Halbzeit haben wir natürlich Vollgas gegeben. Wir haben gemerkt, der Gegner wird ein bisschen müde hier bei uns zu Hause. Und ja, dann ein nach dem anderen haben wir die Dinger reingemacht. Und ja, und am Ende gehen wir als verdienter Sieger, glaube ich, in die nächste Runde. Und das feiern die Fans dann auch standesgemäß.